Liebe Koblenzerinnen und Koblenzer, zu Beginn des Jahres erst einmal nochmal herzliche und gute Wünsche für das neue Jahr an Sie und ein paar positive Botschaften. Wir haben mit dem Impfen begonnen. Das Impfzentrum ist gestern gestartet. Gestern und heute werden insgesamt 200 Personen geimpft werden. Und wir hoffen natürlich sehr, dass uns der Impfstoff in ausreichender Zahl in den kommenden Wochen zur Verfügung steht und wir dann die Zahlen auch deutlich erhöhen werden. Wir bauen zumindest schon mal auch die räumlichen Kapazitäten aus und auch personell sind wir so aufgestellt, dass wir eine zweite Impfstraße im Zweischichtbetrieb dann auch realisieren können und dort die Menschen dann auch geimpft werden können. Die Zahl der Erkrankten liegt ja so niedrig, wie eigentlich im Dezember und November das nicht der Fall gewesen ist. Also wir können momentan davon ausgehen oder aussagen, dass sich die Situation etwas entspannt hat. Wir sehen das aber mit einer gewissen Vorsicht, weil die Zahlen aufgrund der Feiertage der Zurückliegenden noch nicht ganz so verifiziert sind. Das heißt, da kann die ein oder andere Nachmeldung auch noch kommen. Und es wird sicherlich auch erst in der kommenden Woche erkennbar sein, ob über Silvester doch die ein oder andere zusätzliche Erkrankung hinzugekommen ist, ob sich alle wirklich an das gehalten haben, was eigentlich vorgegeben war, nämlich sich wirklich nur im kleinsten Kreise auch zu treffen. Deswegen gilt auch weiterhin, wir sind mit Vorsicht unterwegs. Wir sind heute hier im historischen Ratssaal der Stadt. Und hier finden normalerweise die Sitzungen statt. Sie sehen hinter mir auch, Corona-konform sind die Plätze weit genug auseinander. Wir werden aber in diesem Monat fast ausschließlich digital zusammenkommen. Wir sind in der Vorbereitung so weit, dass wir auch größere Sitzungen jetzt in digitaler Form abhalten können. Und wir hoffen natürlich, dass das alles technisch gut funktioniert und dass auch Sie bei öffentlichen Sitzungen dann an diesen Sitzungen teilnehmen können und vom heimischen PC aus zu Hause die Sitzungen dann entsprechend verfolgen können. Ich wünsche Ihnen heute ein gutes Wochenende. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie auch zukünftig auf Abstand und vorsichtig. Vielen Dank dafür.